Ja, wie kann man nur so blind sein? Wir hatten nicht alle 4 von 4 Seiten, denn wir hatten 3 von 4 Seiten und bin natürlich jetzt noch ein bisschen rumgelaufen und habe die 4. Seite gefunden. So. Und damit könnten wir jetzt, glaube ich, wenn es jetzt nicht so dunkel ist, zurück zum Geist, oder? Aber erstmal wieder Fackelschein. So. Wo war der Geist? Da ist der Geist. Der freundliche Geist. Können wir uns denn jetzt alle, da wollte ich mal eben nachgucken, und zwar im Wissen, Bestarium, Aufträge, Questgegenstände. Wir haben einmal die erste blutbefleckte Seite, genau. Unsere jüngste Tochter Sibyl hatte wieder einen von diesen Träumen. Sie hat gesagt, sie hätte in der Nähe der zerbrochenen Statue eine neue Freundin gefunden. Eine traurige Dame. Die Dame hat sie offenbar davor gewarnt, dass sie zurückkehren würde. Ich frage mich, ob das etwas damit zu tun hat, was der Elrath-Priester an ihren Namenstag gesagt hat. Dass sie nämlich die Gabe des Hellsehens hätte. Oder sind diese Versionen nur das Produkt ihrer Fantasie? Ich kann nicht abstreiten, dass dieser Ort etwas Makaberes und Beunruhigendes an sich hat. Diese Chantiri-Ruinen in ein Anwesen umzubauen, war vielleicht nicht die allerbeste Idee. Seite 2. Letzte Nacht ist Epi im Keller angegriffen worden von irgendeiner Bestie. Sie hat sie angesprungen und gebissen und ist dann wieder verschwunden, bevor ich sie fangen konnte. Ich weiß nicht, wie sie ins Haus gekommen ist, aber vielleicht gibt es Risse oder Gänge, von denen wir nichts wissen. Seit dem Angriff hat Epi noch kein Wort gesprochen und scheint krank zu werden. Ich glaube, der Biss dieser Kreatur war giftig. Sibyl sagt, es fängt wieder an. Ich weiß nicht, was sie meint, aber es bereitet mir Sorgen. Da ist nämlich die ganze Geschichte niedergeschrieben. Sehr schön. So, Seite 3. Sibyl schlafwandelt jetzt. Ja, sehr schön. Das ist gruselig. Ich habe sie wieder in der Nähe der Statue angetroffen. Als ich versucht habe, sie zurück in ihr Zimmer zu führen, hat sie meine Hand gepackt und mit einer Stimme gesprochen, die nicht ihre war. Sie sagte, eine heilige Reliquie, eine Steinscherbe, sei vor langer Zeit aus dem Tempel gestohlen worden und solange sie nicht wieder da wäre, würden sie immer wieder zurückkehren. Dann hat sie geblinzelt und mich mit ihrer normalen Stimme gefragt, was wir hier wollten. Ich muss nach Seehafen, um einen Elrath-Priester aufzusuchen, aber ich will die Kinder nicht alleine lassen. Wo diese Biester noch in der Nähe sein könnten und Epi ständiger Aufmerksamkeit bedarf. Eieiei. Und natürlich die letzte Seite. Ich hoffe, das reicht noch, ne? Ja. Die Kreatur ist wiedergekommen. Das widerliche. Achso, das hatten wir schon. Egal. Die Kreatur ist wiedergekommen. Das widerliche, verdrehte Zerrbild eines Menschen. Sehr schön. Und aus dem Keller kommen noch viel mehr. Epi ist tot, aber nicht verschwunden. Ich habe sie über dem Bett der Kinder schweben sehen. Das Gespenst hat Sibyl und O. Ach ja, Oles im Schlaf gestört. Sie haben sich den Reihen der untoten Widernatürlichkeiten angeschlossen, die an diesem Drachen verwünschten Ort spuken. Ich kann nicht mehr nach draußen. Das Haus lässt mich nicht. Dies ist das Ende. Ich habe es versäumt, meine Familie zu beschützen, da ich die Zeichen und Warnungen missachtet habe. Ich glaube, die Dame, die Sibyl gesehen hat, war der Geist einer alten Chantiri-Priesterin. Sie hat mir zu sagen versucht, was hätte getan werden müssen. Ja. Oh la la. Okay, die Steinscherbe. So, Geist. Oh, such dir das, die Steinscherbe zeigen. Ihr habt die Klasse Paladin freigeschaltet. Der Geist lächelt. Schillernde Tränen rollen über die unstofflichen Wangen. Die Steinscherbe schwebt zurück an ihrem Platz auf der Statue. Ein Lichtblitz blendet euch, und dann ist der Geist verschwunden, endlich von seinem Fluch erlöst.
Wow. So, jetzt gehen wir natürlich nochmal gucken, ob wir hier vielleicht irgendetwas haben. Das war also des Rätsels Lösung, ja? Wahnsinn. Wahnsinn, was eine wahnsinnig, wow, gruselige auch Geschichte, ne? Muss man dazu sagen. Also eine alte Shantiri-Ruine war hier wohl. Und das sind alles Shantiri-Nachkommen, oder wie jetzt hier. Oder in dem Sinne verfluchte, arme Wesen. Ich hoffe, wir haben alles entdeckt, aber es scheint, glaube ich, so. Aber schön, damit können wir hinaus. Und wir sind Paladin geworden. Jetzt schon? Sind wir jetzt schon Paladin geworden oder müssen... Nee, ich glaube, wir müssen erst zurück zum guten John. Ja. Da bin ich doch, bin ich der Meinung, ja. Gehen wir mal zurück zum John und berichten dem, wenn es ihn überhaupt interessiert, dass der Fluch der Ruine aufgehoben worden ist. Ach, ist das schön. Ist das schön. Na komm schon, lass uns nach draußen. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich hätte schon Lust, mir die Kanalisation anzugucken von Katal. Hm, hätte ich schon Lust. Wir hätten aber wiederum... Nein, hier ist nichts. Hör auf. Zanku, Mensch. Ach nee, da müssen wir von hier, ne? So. Wir hätten die Kanalisation. Wir hätten noch den Schattenwald, den wir nicht erkundet haben. I'm happy to see you again, my friends. Ja, hallo, hallo. Ja, hör mal, John Morgan, wir bringen Neuigkeiten, aber irgendwie interessiert dich das nicht. Dich auch nicht, dich auch nicht. Oh, und wir haben Scherben, ne? Aber Moment. Nee, ich will hier nicht rein. Ich will mal gucken, wie viele Scherben besitzen wir denn jetzt eigentlich? Wir haben die Scherbe des Feuers, die Scherbe des Lichts und die Scherbe des Wassers. Wow. Wo haben wir denn die denn bitte gefunden? Also ist klar, was wir machen. Können wir das machen? Ja, können wir. Ein Vitalitätselixier. Sanku. Ja. Machen wir. Und bestimmen. Besondere Gegenstände. Gucken wir doch mal rein. Was haben wir hier Schönes? Widerstand gegen Dunkelmagie. Fähigkeit in Mystik. Brauchen wir nicht. Nein. Euch brauchen wir auch nicht, dich auch nicht, dich wiederum auch nicht und dich leider auch nicht. Aber eine schöne Armbrust mit Geist, plus 7 Geist. Hör mal, du, hier, da, Ja. Oh nein, benötigt mindestens die Stufe Experte. Ah, und Sanku trägt... Jetzt sehen wir schon wieder nicht, also diese Reliktwaffen. Also Geist ist natürlich toll, ne? Aber nö. Nehmen wir dann nicht mit. Wie sieht's denn hier aus? Widerstand gegen alle Magieschulen und Rüstungswert. Was trägst du? Wahrnehmung, Widerstand gegen Dunkelmagie. Ja, dann hast du jetzt eine neue, schicke Kleidung. So, du kommst weg. Und, nö, das sieht eigentlich gut aus. Das könnten wir machen. Ja, wir würden gerne einmal mit dem guten Lev zur Schmiede der Elemente. Ich glaube, es wird Zeit. Ach so, nein. Er mag das Pferd wieder nicht, ne? Wir haben 15 Mal Rast. Wie machen wir das denn? Ich glaube, na gut, also werden wir jetzt nicht sofort in die Schmiede der Elemente gehen, aber wir haben so viele Scherben, das ist wundervoll, ist das. Wir gehen eben nach Seehafen, werden nochmal unseren Krempel los, werden dann nochmal hier zur Taverne gehen und 20 mal Proviant, also uns damit ausstatten, in dem Sinne versorgen. Und dann gehen wir in die Schmiede der Elemente ohne Hotterhü, Mensch. Dass wir unser Pferd nicht mitnehmen dürfen, das ist immer so ein bisschen traurig, aber nun gut, was willst du machen? Wenn er greift, das Pferd zum Fressen lieber hat, anstatt es zu transportieren, dann, ja, dann halt nicht. Und wir haben immer noch die Flöte hier, ne? Ja, dann. Also manchmal hat unsere Gruppe nette Sprüche auf Lager, muss man schon sagen. So, einmal hinein und dann bitte einmal handeln, denn unser Mietling hat, ja, schöne, besondere, viele Sachen für dich und wir haben so wahnsinnig viel Geld jetzt schon. Es ist schon erstaunlich.
Wir haben jetzt schon richtig, richtig viel Geld. Aber nun gut, der Mietling kommt so und so weg. Wir werden uns nochmal ausstatten mit Tränken. Und ich weiß nicht, sollten wir hier gucken? Ich bin dazu geneigt. Nee, gib her, die möchte ich gerne mitnehmen. Hast du irgendetwas Besonderes für uns, was uns schützt vor Lähmung? Schutz vor Lähmung, 100%. Meine Güte, was trägst du denn? Widerstand gegen alle Magieschulen, Widerstand gegen alle Magieschulen. Und Schutz vor Flüchen. Schutz vor Bewusstlosigkeit, vor magischem Schlaf. Magischer Schlaf, magischer Schlaf. Nee, dann werden wir ihr Schutz vor Lähmung, ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen gewagt. Warum ist er denn so teuer? Und er wiederum nicht. Achso, Fähigkeit Bogen. Ah, Schutz vor Lähmung. Der will dafür 16.000. Ja, wir werden die mitnehmen. Das spielt keine große Rolle. Du kommst raus und du kommst da rein. Und damit dürften wir gut bestückt sein, denn die Vesna darf nicht gelähmt werden, um Gottes Willen. Wir könnten ja selbstverständlich auch wahrscheinlich die Stiefel des Titanen anlegen. Aber nein. Nein, ich denke nicht. Ansonsten haben wir ja keine besondere Reliquie, die Schutz vor Lähmung gewährt, ne? Schutz vor magischer Schwäche, Schutz vor Flüchen und Schutz vor Lähmung. Ich glaube, du hast jetzt fast alles, ne? Und noch einen Nahkampfabwehrversuch. Ja, herrlich, so. Jetzt aber. Weiter im Geschehen. Oh, wir müssen noch den Hart, müssen wir irgendwie mal ausspionieren gehen, ne? Da weiß ich leider auch nicht, wie wir das machen. Da müssen wir mal irgendwann im Questjournal nachgucken. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir nochmal zur Schmiede der Elemente reisen. Meine Güte, da werde ich aber nochmal nachforschen, wo wir bitte die Scherbe des Wassers gefunden haben. Das ist ja... Oh, wir dürfen über Wasser wandeln. Hm? Sehe ich das richtig? Das freut mich sogar sehr. Aber erstmal jetzt, was erwartet uns denn da? Wir haben die des Feuers, das heißt wahrscheinlich gegen Feuerelementare, das Wasser gegen Wasserelementare und Licht gegen Lichtelementare. Da haben wir eigentlich sehr guten Schutz, bis auf Wasser. I feel so tired. Ja, wir rasten gleich, mach dir keine Sorgen. Wir gehen nur mal eben kurz, ne, huschen wir über die Brücke in die Taverne und dort dann von dort aus in die Schmiede der Elemente. So, mal eben kurz hier rüber. Genau, der Turm erscheint. Ach so, und wegen dem Rätsel, da wollte ich ja eigentlich auch nochmal nachgucken. Ich glaube, das machen wir dann nach der... It's the perfect day to begin a journey. Denn es ging ja um das Meer, ne? So, mal eben kurz rasten. Dann gehen wir mal hinein. Madame Cassandra, wir sind wieder da. So, Tamal, Proviant kaufen. Jawohl, auf 20 aufstocken. Jetzt dürfen wir den weiten Weg laufen, ne? Erstmal du hier. Du gehst nach Hause. Tut mir leid. Ja. Farewell. Ja, tschüss. Wir müssen dich leider entlassen, sonst haben wir nämlich keine Chance, in die Schmiede der Elemente zu gelangen. Außer von der Rückseite, aber dafür müssen wir erstmal über Wasser laufen können. Oh, und da kommen mir ganz viele Gedanken, wo wir dann hingehen dürfen. Wir waren an so vielen Orten, wo wir ohne Schalassas Segen nicht weitergekommen sind. So, jetzt aber erstmal hier rüber. Und ich bin gespannt, was Licht und Feuer uns bringt. Aber erstmal Stück für Stück. Wir müssen die Prüfung überstehen. Aber ich glaube, so allzu schwer sollte es gar nicht mehr werden. Aber ich kann mich auch täuschen. Denn wir sind ja schon immerhin super ausgestattet. Und haben einige Stufenaufstiege. Wir haben schon eine recht wackere Truppe. Ja. Hallo John. Dich interessiert eh nichts. Schmiede der Elemente. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo was gewesen ist. Wir haben ja Stufe 1, 2, 3 oder so, ne? War das nicht so? Wir wurden da hin und her geschickt. So, da sind wir nämlich. Und das ist auch hier, ne? Die sieht aus wie die uralte Chantiri. So, aber wir gehen mal hinein. Und zwar die, genau, Stufe 3 betreten. Wir werden von A nach B gehen. Das, was wir jetzt auf Stufe 3 finden, werden wir direkt nutzen. Ich erinnere mich, dass Dunkel bei Erde gewesen ist. Daran erinnere ich mich. Die Scherbe des Lichts befindet sich hier. Okay. Dann lass... Genau, Scherbe des Lichts. Ich weiß auch, wo wir sind und wo wir auch hin müssen. Warte mal, warum haben wir denn den Weg hier nicht erkundet? Waren... Nee, wir waren hier noch nicht. Warte mal. Da stimmt doch was nicht. I feel stronger.
Nanu? Nee, doch, wir waren hier schon. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Damit dürften... Oh, die habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Bloß links bleiben. Aber ich glaube, wir können uns jetzt schon mit denen anlegen. Und zwar... Dürfen wir? Tatsächlich. Elrad, wir kommen. Eine Platte. Was hat dies ausgelöst? Haben wir Fallen hier? Ich will es nicht hoffen. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Darf ich da drüber laufen? Okay. Schick. Schick sieht es hier aus. Da haben wir nichts. Natürlich gucke ich mich erstmal in aller Ruhe um. Mit unseren Geheimnissen. Ah, da sehe ich schon. Da haben wir ein Rätsel, ne? Da haben wir ein Rätsel. Ach so. Wofür auch immer die Platte gut ist. Okay, haben wir aber nichts mehr, ne? Da unten müssen wir rein. Aha, okay. Man darf dort unten hin. Moment mal. Ich weiß ja nicht, ob wir hier irgendwelche schönen Geheimnisse haben. Genau. Und duster ist es ja auch. Da oben geht's weiter. Achso, hier ist schon Sackgasse. Aber hier dürfen wir noch lang. Nee, sehen wir aber nichts. Ich werde nämlich hier auch alle Felder freimachen. Ihr müsst verzeihen, aber ich lege sehr großen Wert darauf, dass wir gerade in der Schmiedeelemente wirklich auch überall gewesen sind. So, und zwar geht es hier wohl hinunter. Nun gut, was sollen wir machen? Ich gehe jetzt hier drauf, dann hier drauf, hier drauf. Ach so, so eine Art Memory, ja? Da drauf, da drauf, da drauf und hier drauf. Damit leuchten alle. Und jetzt? Ah, da wurde etwas runtergelassen. Okay. Rätsel, Rätsel. Okay. Ich habe schon ein kleines bisschen Respekt hier vor der Schmiede der Elemente. Gib uns mal bitte Lichterfüllung. Achso, hält ja nur 10 Runden lang. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ich dachte, das hält ein bisschen länger. Achso, ja. Celina. I feel stronger. Ne, nicht, dass hier vielleicht doch noch irgendwo was ist. Was bist du denn? Interagieren. Ja. Das werden wir auch so gleich tun. Schon Wahnsinn, diese Schmiede der Elemente. Wir haben natürlich den Schlüssel und dürften weiter. Okay. Nee, komm, wir stellen uns davor, wie es auch so sein sollte, interagieren. Hallo. Oh, 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 oh. Warum gucken uns alle an? Reselin. Ihr kam zu mir auf der Suche nach Erleuchtung. Aber könnt ihr das Licht sehen oder werdet ihr geblendet? Kämpfen wir. There are enemies ahead. Sengendes Licht. Sanko. Jetzt geht's los. War klar, dass wir wieder geprüft werden. Lichtabwendung. Du bitte Arcana-Abwendung. Und jetzt geht's los. Du bist nur ein Boss. Wir wissen aber nicht, ob du betäubst. Zerschmettern. Keine Chance. Sanku, hau drauf. Draufhauen. Heilung. Licht ist Dunkelheit. Dürfte ich doch drum wetten, oder? Die Dunkelheit, Lebensentzug. Och, das kriegen wir aber runter. Säure. Jawohl, Blitz. Oh, es geht. Boah, das sieht schon gut aus. Angreifen, angreifen. Nur Giftwolke. Ah, nee, ist ja ein Boss. Egal, Blitz. Gleich haben wir dich. Jasna. And stay down. This looks powerful. Da haben wir sie besiegt. Ihr habt nicht geblinzelt. Das ist gut. Elrad ist zufrieden. Er erteilt euch den Segen der Hellsicht, was euch Fallen erkennen lässt, bevor sie zuschnappen. Vielen Dank. Die Gruppe ist nun mit Elrads Segen vertraut. Sehr schöne Sache. Und hier haben wir wahrscheinlich wieder einen Raum, wo wir Schätze finden.
Okay, ich hoffe, wir haben keine Fallen hier. Nur ein einzelner Raum. Ich laufe erstmal drumherum. So schön es auch ist. Und natürlich ein Fass. Eine pulsierende gelbe Flüssigkeit, Jasper. Und... Oha, ich wusste es, dass da wieder so viel drin ist. Sehr schön. Dann nehmen wir natürlich alles mit. Oh, wertvolle, schöne Schätze. Ja, dann würde ich doch sagen, rasten wir mal eine Runde. Und dann werden wir gleich in aller Ruhe die Sachen bestimmen.